So, Tag Nummer 10 ist angebrochen. Wir sind hier in Fox Glacier. Ich zoome, beziehungsweise ich scrolle hier, sag mal, ich schwenke. Oh Gott, das ist viel zu früh am Morgen. Ich schwenke hier mal über die Hauptstraße. Und damit haben wir auch schon, und auf die Berge, wurde mir gerade gesagt. Und damit haben wir auch schon den ganzen Ort Fox Glacier gesehen, denn mehr ist es nicht. Es nieselt heute etwas, aber das ist in Ordnung, weil das ist das typische Wetter hier und wir wollen ja das typische Neuseeland mitbekommen. Und jetzt fahren wir dann zu einer Jadeschleiferei und heute Abend sind wir in, ich frage mal, Greymouth. In Greymouth, in Graumund. Hört sich ein bisschen an wie aus, nein, nicht Herr der Ringe, wie heißt das andere, was wir mal anschauen? Oh, Game of Thrones, genau. Wird hier aber nicht gedreht, aber wir freuen uns schon mal drauf. Bis dann. Hier sind keine Drohnen erlaubt. Hast du es gesehen? Euch? Ach so. Und hier unter Gletscher. Der heutige Tag war etwas kürzer. Schon um 15 Uhr waren wir heute im Hotel. Man sieht, die wichtigen Dinge sind auch in Neuseeland inzwischen das Internet. Kann ich bestätigen. Was wir heute sonst noch gemacht haben, außer was man wahrscheinlich im Film sehen wird, ist, wir haben einen Zuwachs. Wir haben uns einen Kiwi gekauft. Also wir beide. Das ist Ben mit der Selfie-Stange und unser Kiwi. Sagt Hallo. 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 Bis später. Es ist Tag Nummer 11, es ist kurz vor 8 Abfahrtzeit. Unsere brave, pünktliche deutsche Reisegruppe ist schon vollständig versammelt. Und was heute auf dem Programm steht, lese ich einfach mal vor, denn Ben schreibt das ja immer schön zusammen. Dann muss ich mich nicht irgendwie abstottern. Also, on the road again. Am 11. Tag führt uns unsere Rundreise über die Great Coast Road zu den Pancake Rocks. Ja, sie sehen wohl tatsächlich wie übereinander gestapelte Pfannkuchen aus. Und da wir schon vom Essen sprechen, eine Weinkellerei ist auch noch auf dem Programm. Mal sehen, was dazwischen noch so auf uns wartet. Ziel ist heute Nelson. Also dann, los geht's! Hier bei den Pfannkuchenhügeln.
geschafft! Edel, edel. Herzlich willkommen zur heutigen Aufführung von Die Ente bleibt draußen. Nein, nicht wirklich. Wir sitzen nur hier im Whirlpool, denn netterweise haben wir die Honeymoon Suite bekommen und lassen den Abend jetzt stilecht, ja, ausklingen. Tag Nummer 12. Heute ist mal Ben mein Kameramann, das heißt, ich kann mich etwas freier bewegen. Und ich lese auch gleich mal vor, was Ben so Schönes aufgeschrieben hat. Tag Nummer 12. Mit der Fähre fahren wir von Picton aus durch die fjordähnlichen Marlborough Sounds nach Wellington, der auf der Nordinsel liegenden Hauptstadt Neuseelands. Das heißt, wir machen Inselhopping und jetzt kommt dann Insel Nummer 2. Bis dann! So, wir sind jetzt an der Isar Neuseelands. Zumindest sieht es so aus. Ist ein Fluss. Ja, tief wirkt es ja. In der Mitte wirkt es schon tief. Ja, schön machst du das Rausspringen, toll.
jetzt in Wellington. Freitag, Tag Nummer 13 und damit auch schon die Hälfte unserer Reise. Ja, wir sind jetzt hier in Wellington, der 191.000 Menschen Metropole und gleichzeitig kulturelles Zentrum von Neuseeland, auch die Hauptstadt. Heute Vormittag haben wir etwas Freizeit. Wir erkunden jetzt die Stadt mal auf eigene Faust und gegen 11 werden wir uns dann wieder alle treffen und zu einer Stadtrundfahrt aufbrechen. Also dann, schauen wir mal, was wir für Eindrücke sammeln. Bis später. Scannen wir mal. Puh, hat geklappt. Tada! In 10 Minuten kommt die nächste Bahn. Dann geht's los. Gerade in Wellington, schönes Wetter. Es ist Nachmittag. Wir haben bereits den Museumsbesuch und die Stadtrundfahrt hinter uns. Und jetzt machen wir uns noch mal etwas auf eigene Faust auf den Weg.
So hört sich ein Kiwi an. So you'll notice that there's two different calls. They can dive for about 2 or 3 meters for up to 1 to 2 minutes. Yeah, so we might see the partner of this little one pop up again. But we're really lucky to... Oh, here it is! usually over winter, they hang out at the top. Thank you.